So, und dann ist es soweit. Der Moment ist gekommen, wir verlassen das Level. Und werden jetzt den Steinchen anziehen, roten Stein suchen. Ich hätte nicht gedacht, dass es so gut funktioniert mit den roten Steinen. Also die roten Steine findet man eigentlich relativ leicht hier. Schwierigste sind meistens die Minikits, weil es dann halt immer mehrere im Level gibt. Weil die Charaktermarken. Naja, oh, sind wir in Smallville? Sieht so nach, ja, Hauptstraße von Smallville. Auszuschlafen war genial. Auszuschlafen war genial in der Uni. Aha. Also da, wo ich studiert habe, da ging die Vorlesung um 8 Uhr los. Da war nichts mit Ausschlafen. So, dann machen wir gleich die nächste Mission weiter. So, wo wollen wir hin? Wir wollen in das Level, was sagt meine Liste? Meine Liste sagt Grotulation. Ah, ich erinnere mich, das war witzig. Also vom Namen her war es witzig. Und wir wollen in den, welchen Abschnitt davon? In den ersten Abschnitt wollen wir gleich. Hier gibt es den Steinchen anziehen. Nun denn, ziehen wir los. So, wir nehmen wieder Drabu. Drabu regelt. Und dann starten wir auch schon direkt ins Level rein. Lieber Hobbit oder Herr der Ringe? Herr der Ringe auf jeden Fall. Im letzten Bossfight kann man Brainiac freischalten. Starlabs, die Galaxy Communications Gala und jetzt Arkham? Das Justice Syndicate lässt die Schurken jedes Mal davonkommen. Offenbar hat die League ihnen zu große Fußstapfen hinterlassen. Sag mal, warum trägt Flash eigentlich diese Stiefel? Ist es nicht schwer, darin zu laufen? Wieso nicht Turnschuhe? Vielleicht, weil das Justice Syndicate von Erde 3 stammt und unsere nicht kennt. Oder unsere Erde 1 Schurken haben ihn... Was voraus. Wer weiß das schon, wer weiß das schon? Trotz einiger Störungen ist der Galaxy Communications Tower geöffnet. Danke, Zero One. So, na dann. Man kann auch in der Vorlesung schlafen, ja, kann man tun, aber... Es hilft auch, wenn man ein bisschen in den Vorlesungen aufpasst. Es gibt ja auch gute Vorlesungen. Es ist leider immer so, dass nicht alle Vorlesungen gut sind. Das hängt natürlich auch immer stark vom Professor ab, aber... Es gibt natürlich auch ein paar gute Vorlesungen, wo es auch wirklich was... bringt, aufzupassen, wo man auch wirklich sich dann mal Lernen ersparen kann danach. So, 1 von 5 haben wir schon mal hier geholt. Ich kann sogar Pflanzen? Ah, okay. Ich wusste gar nicht, dass der das auch kann. Praktisch. Es gab bei uns auch so Kandidaten, die immer mal wieder in der Vorlesung eingeschlafen sind. Ich nicht, nein. Aber das war recht witzig, wenn dann dem der Kopf so nach hinten so gesunken ist. Wie weit muss ich das drehen? Ach, das waren diese. Das muss man irgendwie weiterleiten. Ich erinnere mich schwach. So, das war alles so Poison Ivy Zeug hier. Hier kann ich auf jeden Fall was Silbernes kaputt machen. Bin mir nicht sicher, ob wir das letzte Mal auch schon konnten. Und deswegen nehme ich hier einfach mal den. Joker wollte ich schon sagen. So, ne, anscheinend hatten wir das letztes Mal auch schon. Diese ganzen Grabesachen hier. Cheetah, einmal graben bitte. Lass die Jagd beginnen. Also hier irgendwo muss der rote Stein sein. Wie gesagt, das komplette Level will ich nicht machen. Ich will jetzt nur erstmal versuchen, den roten Stein zu bekommen. Der hier irgendwo im ersten Abschnitt versteckt sein muss. So. So, Empire at War Mods. Schauen wir mal, ob ich Empire at War Mods spiele. Eigentlich würde ich lieber nochmal bei Empire at War die gute Kampagne irgendwann mal spielen. Wer die Papageien da oben eigentlich alle erwischt? Weiß es nicht mehr. Ist doch schon eine Weile her, dass wir es zuletzt gespielt haben. So, Poison Ivy, wir haben nochmal etwas für dich, was du hier tun könntest. Beschwöre die Pflanze. So, Pflanze ist beschworen. Ich weiß gar nicht, wie viel die normalen roten Steine kosten. Also nicht die Stat-Multiplikatoren, sondern die anderen roten Steine. Weil wenn die 100.000 oder so kosten, dann können wir uns vielleicht auch schon... den einen oder anderen leisten. Müssen wir mal gucken. So. Raven, komm mal her. Ich brauche dich mal. Mal fliegen nämlich jetzt. Das ist nämlich einfacher, als wenn ich die ganze Zeit... Ach, die kann man... Okay, doch. Zählt er nicht? Hoffentlich zählt er nicht. Wir wissen, dass du magische Fähigkeiten hast. Oben kann man drauf schießen. Das tut aber nichts. Oh, wir waren ja noch nicht mal wahre Super-Schurken. Wusste ich gar nicht. Ah, hier kann ich mich sogar daran erinnern, dass wir hier nicht rein konnten. Das hatte mich damals noch ziemlich aufgeregt gehabt, glaube ich, weil wir gesagt haben, oh, wir sehen es, aber wir kommen nicht rein. Die Dinge werden sich hier ändern. So, einmal kaputt machen. Ja, einmal groß machen. Nein, groß machen. Nein, groß machen sollst du dich.
Dann nehme ich einen anderen Charakter, der von Haus aus schon groß ist. Wie wäre es mit Kalibak? Kalibak ist zurück, um dem Willen Darkseids zu dienen. Dankeschön. Ah, okay, da müssen wir wieder wen anmalen. Auch das kriegen wir hin. Einmal schnell auf den Joker gewechselt und dann wird hier schon fleißig gesprayt. Wunderschönes Selfie, so ein bisschen gegenlichtig. Funktioniert für mich nicht so gut. So. Das war jetzt nur diese Spray-Dingens da, was man in jedem Level auch sammeln muss. War jetzt nicht der rote Stein, den ich gesucht habe. Anscheinend muss ich einen dieser Narren dazu bringen, das zu machen. Hoffentlich habe ich das nicht laut gesagt. Nein, nein. Hat bestimmt keiner gehört, dass du das gesagt hast. Ihr habt auch nichts gehört, oder? Also ich habe nichts gehört. Oh nein. Sie haben den Gong geschlagen. Sorry, Jungs, aber ich habe gerade andere Sachen zu tun, als mit euch mich zu bekriegen. Ah, da oben, da waren wir doch garantiert nicht drin, nehme ich mal an. Ja, da konnten, oder? Waren wir da drin? Ich weiß es nicht. Ja, komm, lass mich in Ruhe, ihr Affen. Die ganze Affenbande hier. Ihr seid doch bloß sauer, weil euch die Kokosnuss geklaut wurde. So, den müssen wir leider ein bisschen anders besiegen. Den Kollegen hier, den müssen wir erstmal ein bisschen grillen. So, einmal. Na komm jetzt. Okay, ich wollte ihm eigentlich nur die Rüstung wegmachen, aber gut. Schön, wenn das gleich so ganz geklappt hat. Weiß nicht, ob der Joker jetzt wieder Videos machen wird. Nee, der Joker wird, glaube ich, eher nicht mehr Videos machen. Der klang nicht so motiviert, wieder Videos zu machen. Er hat auch keinen Zugriff mehr auf seinen alten Kanal, weil er weder seine E-Mail-Adresse noch weiß, noch sein Passwort. Das ist natürlich etwas schwierig, dann wieder auf den Kanal zuzugreifen. Aber er ist bei mir ja immer wieder dabei. So, einmal schön aufgesprengt hier. Okay, das war anscheinend nicht der Weg da rein. Ich dachte, das wäre der Weg in die da rein, aber gut. Cyborg konnte, glaube ich, auch fliegen, oder? So, was können wir hier tun? Gar nichts können wir momentan tun. Ah, da können wir was tun. Da muss man nämlich einfach nur auf das rote Ding drücken und dann fährt es nach oben und dann hat man es auch schon geschafft. Also, jetzt dann gleich. Wunderbar, so mag ich das. Achso, das hat bloß den Weg nach oben freigeschaltet. Da waren wir doch schon, da waren wir doch schon. So, wenn er in 16 wieder Videos machen wird, könnte ich mir vorstellen, dass er wieder Videos macht. Weiß ich aber nicht, ob er da momentan motiviert zu ist. So, hier haben wir wieder was für Flash. Das sind die Sachen, die wir am häufigsten nicht gemacht haben, habe ich das Gefühl. Diese Sachen für Flash hier. So, da ist ein Minikit dahinter, das sehe ich schon. Meine Forschungsarbeit zum Auffinden von Kostbarkeiten an unplausiblen Orten läuft gut. Ja, ist gut, dass die Affen hier nicht noch schreien oder singen oder so. Ich weiß, eigentlich ganz witzig wäre, wenn die Affen die ganze Zeit Wer hat die Kokosnuss geklaut singen würden. Das haben wir, glaube ich, im Kindergarten sogar mal aufgeführt, irgendwie als Theaterstück oder so. Lange her. So, einmal hier gewechselt. Mr. Elektro. Was zur Hölle kann er hier tun? Ich bin verwirrt. Kann, glaube ich, irgendwo... Gibt es hier irgendwie irgendwas, wo er dann hin muss mit? Nee, ich bin verwirrt. Das ist eine neue Fähigkeit. So, L3. Johnny DC, sag mir, was ich tun muss. Hä? Ich bin dezent verwirrt, was ich hier tun kann. Ich irgendwie... Nee. Hä? Ach, da gingen diese Dinger hoch, jetzt erinnere ich mich. Ja, okay, brauchen wir eh nicht. Aber ich erinnere mich, was wir tun konnten hier an der Stelle. Und das ist nicht das, was ich tun möchte in diesem Moment. Dann müssen wir auch diese Statuen hier kaputt machen. Nö, die Affenstatuen sind es definitiv nicht, die wir kaputt machen müssen. Und da fallen die Steine in den Abgrund, die blauen, das tut richtig weh. So, noch ein bisschen Papageien ärgern. Hier waren wir, glaube ich, auch schon damals. Ist natürlich praktisch, wenn man hier das Level nicht ganz so machen muss, sondern immer Sachen überfliegen kann. Nicht überspringen, sondern überfliegen in dem Fall. Überspringen kann ja jeder. Das wäre ja viel zu einfach. Welche Rolle ich bei der Aufführung war, wie gesagt, ich kann mich da echt nicht mehr dran erinnern. Das ist so lange her. Da war ich, keine Ahnung, 5, 6. Das ist 20 Jahre her. Könnt ihr euch erinnern, was vor 20 Jahren passiert ist?
Die meisten von euch vermutlich nicht mehr. So, da kommen wir nicht durch. Einfrieren können wir den, glaube ich, auch nicht, den Wasserfall. Wäre jetzt meine nächste Idee gewesen. Hier sieht es noch aus, als könnte man irgendwie rein. Da kommen aber nur Münzen raus. Auf geht's deswegen trotzdem nicht. Hier ist noch so ein Ding. Ah, okay, das sind anscheinend nur so Eingänge, die verschlossen sind, die so vermitteln sollen, dass man da rein kann, obwohl man nicht rein kann. Fiese Sache. Oh, hier gibt's auch noch. Ich fürchte fast, wir müssen jetzt bald in den nächsten Abschnitt hier. Ah, hier ist noch eins von den Dingern. Nochmal ordentlich nochmal was an Münzen hier geholt. Also es lohnt sich auf jeden Fall hier immer unterwegs zu sein. Ah, da oben. Das ist für Batman. Vielleicht kommen wir da in irgendeinen Abschnitt rein, in den wir vorher nicht reinkamen. So, Charaktere möchte ich momentan nicht keine neuen erstellen. Nö, das muss nicht sein. Ah, das war das hier. Wir haben ja schon einen Charakter erstellt. Das reicht jetzt auch erstmal. So. Okay, ich glaube, dann würde ich doch mal schauen, dass ich in den nächsten Abschnitt hier fliege. Ich hoffe, das zählt noch zum ersten Abschnitt dazu. Ansonsten habe ich nämlich keine Ahnung, wo hier der rote Stein ist. So. Nee. Nö. Nee, da bin ich überfragt. Da habe ich... Ups, flieg doch mal... ein bisschen hier so rumfliegen. Genau, und dann hier so rüberfliegen. Manchmal kann man nämlich hier nicht weiterfliegen, wo man es möchte. So. Ah, hier. Nee. Hier kann man bloß hochspringen. Das ist auch nicht der Rest der Lösung. Hier waren wir drinnen. Nee, ich würde behaupten, hier haben wir alles gefunden, was so zu finden gab. Naja, schauen wir mal hier weiter, was es noch zu entdecken gibt. Ah, genau, den Abschnitt gab es ja auch noch. Ich schätze mal, der letzte Abschnitt ist dann dieser Bosskampf hier. Und wir schmeißen uns mit Kugeln. Nicht cool. So, da oben sehe ich auf jeden Fall ein Minikit. Ich weiß nicht, warum wir das letzte Mal nicht geholt haben. Wir schießen auf jeden Fall ein paar Mal drauf und hoffen, dass das Ding irgendwie kaputt geht da oben. So, ein paar Mal drauf schießen. Ein paar Mal öfters drauf schießen. Warum gehst du nicht kaputt da oben? Mist. Wie kriegen wir denn das da kaputt? Ein Joker? Ist das Silber? Nee, hä? Ah, da muss man ziehen rechts. Jetzt sehe ich es erst. Da kann man dran ziehen. Haha. Joker, ziehen. Dann hängt er nämlich auf einer guten Höhe und dann kommt gleich die Kugel und macht ihn kaputt. Haha, ich mag es. Ich liebe es, wenn der Plan funktioniert oder so. Danke auch an meine Moderatoren, die die ganze Zeit auch immer Kommentare... Wunderbares kleines Geschenk. Perfekt für den Clown, der schon alles hat. Wo sind denn jetzt meine Socken? Die immer wieder Fragen in den Kommentaren noch beantworten. Diese Fragen, die sehr oft gefragt werden. Danke dafür, dass ihr die immer gleich beantwortet. Dann muss ich sie nicht 10-mal in dem Video beantworten. So Sachen wie, kann ich gegrüßt werden oder solche Fragen. So, hier ist eine Kiste. Oh, und in der Kiste ist was drin, was ich zusammenbauen kann. Na, erst bauen wir noch ein paar Gegner. Und dann bauen wir zusammen etwas für Green Lantern. So, Greenie, wo bist du denn? Da bist du. Na dann, Greenie, bau mal. Es werde grün. Okay, was tun wir dem armen Affen an? Ich bin leicht verwirrt. Kriegt er jetzt eine Zahn-OP, der Affe? Oh, diese Geräusche, das tut ja schon beim Zuschauen weh. Aha, Minikit gefunden. Die Welt retten und coole Sachen finden? Der Tag ist gar nicht übel. Ja, finde ich auch. Ist ja auch Wochenende. Wochenende ist immer gut. Da kann man sich nicht beschweren. So, hier drehen wir nochmal dran. Vielleicht passiert da noch irgendwas Tolles. Ja, wir kriegen noch ein paar Münzen. Hat sich definitiv gelohnt. Wir haben es denn da geschafft, nicht wahrer Dings zu werden. Na gut, damals hat man wahrscheinlich nicht so viele Münzen bekommen, wo wir erstmal... Ach nee, das war das Level, wo der Joker immer bei den Lianen runtergefallen ist. Ich erinnere mich. Ja, das sind wirklich die lebendige FHQ, meine Moderatoren teilweise. Nee, das ist echt super. Das ist echt schön, wenn man solche Moderatoren hat, muss ich sagen. Man kann ja halt auch, man kann nicht alles alleine machen. Man ist nun mal angewiesen auf Hilfe manchmal im Leben. Das ist ja auch das Schöne, wenn man dann
sich mit anderen Leuten auch gut versteht. Ich kann baden gehen, ich kann baden gehen. Aber das hilft mir nicht weiter. Wo muss ich hin? Wo muss ich hin? Ah, nach oben muss ich erinnere mich. Da oben, da vorne liegt da noch irgendwas. Kann ich das holen? Kann ich hier landen? Nö. Ah, hier habe ich noch fast was vergessen. So, wen brauche ich denn da? Ah Gott, wir können diese telekinetischen Sachen machen. Oh Gott, du siehst doch so aus, als könntest du telekinetische Sachen machen, oder Raven? Kannst du das? Ja, kannst du. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. So. Habe ich gerade nicht gesehen, was ich geholt habe, weil ich gerade auf den Chat geschaut habe. So, da oben das Ding muss man nicht kaputt machen, weil das bloß der Weg nach oben war hier. Und hier ging es nämlich dann weiter. Hier kommen, glaube ich, auch nochmal Affen, oder? Haben wir nochmal Affen? Hier kommen keine Affen mehr. Offensichtlich kommen hier keine Affen mehr. So, hier können wir noch ein bisschen buddeln mit Cheetah, damit wir in dem Level weiterkommen. Anscheinend ist Magie nicht immer die Antwort. Kann das jemand anderes übernehmen? So, hier haben wir 5 von 5. Ah, jetzt kommen die Affen. Ich wusste doch, dass die Affen irgendwann kommen. Hey, die sind echt gleich wahre Schurken hier. So mag ich das, so mag ich das. Oh, das ist das. Meine Moderatoren sind meine Flügel, die mich tragen. Oh, ist das schön gesagt. Das ist cool. Ah, da unten habe ich doch noch gerade was gesehen. Nee, das leuchtet bloß so komisch da in der Ecke. Oh, okay. Na gut. Sonst gibt es, glaube ich, hier nichts mehr zu holen, oder? Kann hier zwar noch oben ein bisschen rumschießen drauf, aber... Ein paar Palmen kaputt. Wo ist der rote Stein hier gewesen? Das gibt's doch nicht. Ja, das irgendwie entzieht sich hier meinem Ganzen hier. So, na dann Cheetah. Noch mal ein bisschen graben gehen. Am Anfang war der rote... Echt? Der war am Anfang? Wo war der rote Stein am Anfang? Sag mir, wo der rote Stein war. Sag nicht, ich habe ihn übersehen, sondern sag mir, wo er ist. Bitte. Das Rätsel mit der Blume, dafür bekomme ich einen roten Stein. Ah, echt? Haben wir das nicht gelöst? Oh, ich dachte bei dem Rätsel mit der Blume da, Ich zähl die Macht der Angst auf. Ah, okay. Nee, alles klar. Danke für den Hinweis. So, dann nehme ich die da drüben hin, die Blume. Ah, das ist super. Deswegen ist solche Sachen auch live zu spielen immer ein bisschen nochmal einen Tick besser fast. Oder es ist eigentlich besser, sie live zu spielen. Weil man natürlich dann immer solche Tipps nochmal bekommt und dann solche Kleinigkeiten entdeckt, die man sonst vielleicht nicht entdeckt hätte. Ja, wir drehen es nochmal einmal im Kreis rum, weil Drehen lustig ist. So, noch ein bisschen, noch ein bisschen. Viel fehlt nicht mehr. Kann ich den da oben nicht drehen? Ich bin verwirrt. Ah, doch, es geht. Es geht. Ist nur ein ganz kleiner Bereich, in dem es geht. So, und der geht jetzt irgendwo nach da oben. Da soll er aber nicht hin. Der soll nämlich eher in die andere Richtung darüber. Der soll nämlich in die Mitte dahin. Ups. Okay. War das nicht das Rätselslösung? Da oben schwebt aber auch nicht noch einer, oder? Hä? Haben wir nicht noch einen mehr? Können wir den irgendwie anders noch umleiten? Sehr verwirrend, sehr verwirrend. Sehr, sehr verwirrend. Den hier kann ich ja nicht umdrehen da oben. Der kommt ja da einfach nur raus, wenn ich das richtig sehe. Naja, also das muss auf, wenn dann was mit denen hier zu tun haben. Den kann ich aber auch nicht in eine andere Richtung irgendwo umleiten. Ah, ich könnte ihn höchstens noch hierhin umleiten. Aber ich schätze, da gibt es auch nirgends. Gibt es noch eine? Gab es noch irgendwo eine Blume? Ne, ich glaube, es gab nur die drei Blumen, oder? Ich muss schon mit den drei Blumen hier klappen. Na dann, müssen wir es wohl mit den drei Blumen probieren. So, ein bisschen noch, ein bisschen noch. So, der ist auf jeden Fall ausgerichtet. Ah, jetzt klappt es, glaube ich, auch. Nee, der muss... Den müsste ich irgendwie verschieben oder so. Oder wir können ihn nochmal... Muss doch noch eine dritte Blume geben. Sehr, sehr, sehr komisch. Ich muss es so weit, wie es geht, jeweils ausrichten. Ich habe die doch so... Ach so, hä? Nee, man kann noch... Weiter geht's denn. Kann ich den noch weiter drehen?
Irgendwie war das gerade komisch, was der getan hat. Nee, die drehen sich unendlich. Also soweit es geht, ist jedenfalls nicht die Lösung. Okay, jetzt hat er zumindest... So, also weiter, so kann ich die nicht drehen. Tut mir leid. Also komm bitte, das hat doch vorher genauso schon gepasst gehabt. Also bitte... Also, so, geschafft. So, ups, einmal nach da oben. Da ist der rote Stein. Haha! Und coole Sachen. Manchmal ist das Leben schön. Vielen Dank, vielen Dank, vielen Dank. So, hier noch ein paar Stats mitnehmen. Wie schaut es momentan aus mit Sachen, die wir gefunden haben? Charaktermarken muss auch noch irgendwo sein. Die ist wahrscheinlich im letzten Abschnitt. Schauen wir nochmal im letzten. Schauen wir nochmal in den letzten Bosskampf, ob wir da noch die Charaktermarke sehen. Das wäre natürlich cool, wenn wir das Level sogar geschafft hätten. Auf 100% ohne irgendwelche Hilfen. 113.000 haben wir auch bekommen, also statmäßig hat es sich auf jeden Fall auch gelohnt. So, dann können wir. Also für 100.000 müsste doch eigentlich schon einen roten Stein geben, oder? Wenn es keine Einwände gibt. Ich hoffe es zumindest. Ich brauche die roten Steine. So, hier brauchen wir Flash gleich nochmal. Im Zweifelsfall tut es auch der Reverse Flash. Und dann wird hier ganz schnell in den nächsten Levelabschnitt gerannt. Mit mehr Energie. Ah, ich weiß, jetzt kommt wieder dieses komische Minispiel da, was der Joker sonst meistens machen musste. Genau, das da kommt nämlich. Mit cooler Musik. Ups, und ich laufe wieder irgendwo rein, wo ich nicht reinlaufen soll. Da gibt es aber auch noch einiges an Stats zu holen hier. Dann müssten wir eigentlich auch gleich... Ups, das war nicht so geschickt. Müssen wir es auch gleich schaffen, wahrer Schurke zu sein. Oh, sind wir schon. Sorry, sind wir schon. Ich habe es gerade gesehen. Nein! Ah, Mist. In der Mitte durch. So, 8 von 10. 9 von 10. Nein! Da läuft er vorbei, der Drabu. Das war nicht clever. 10 von 10. Haha. Alles mitgenommen. So. Nun denn. Spürt die Macht der Banane. Das geht besser. Das geht besser, Flash. Ich bin nicht überzeugt. Das geht besser. Mehr Energie. Mehr Energie. Mach das Tor endlich auf. Das Tor ist irgendwie ziemlich stabil. Aber nicht stabil genug. So, da könnten wir uns die Zwischensequenz anschauen. Machen wir aber nicht. So, und jetzt gucken wir mal, ob wir hier noch die Charaktermarke finden. So, das kann ich gerade nicht überspringen. Das muss ich mir anschauen. Mal sehen, wie dir das schmeckt. Weg. Nicht, dass meine Arbeit dem Wohl der Menschheit dient. Wo habe ich so viele Stats verloren? Ich hatte doch von mehr, oder nicht? Ich dachte, ich hätte von mehr gehabt. So. Ah, hier ist... Nee, das ist bloß... Ist Sinestro gewesen? Sehr komisch. Sehr, sehr komisch. Aua, aua, aua. Ah, hier ist irgendwas für den... Ah, ich glaube, das Ding müssen wir kaputt machen. Nehme ich mal an. Wo ist der andere Vogel? Ah, die müssen wir erst nochmal boxen. Komm mal her. Hört ihr nicht mehr, Grunt? Gebt auf, bevor ich die Geduld verliere. So, einmal hier reinlaufen, bitte. Danke. So, ich hoffe, jetzt da ist die Charaktermarke drinne. Zumindest ist irgendwas da drinne. Ah, ne, das war bloß ein Minikit. War die vielleicht doch im ersten Abschnitt? Die war am Anfang die Charaktermarke. Ach nee. Wo war denn die noch? Da war da überhaupt kein... Egal, dann hole ich hier die paar Stats, die mir hier noch fehlen. Und dann beenden wir das Level auch. Nicht ganz mit 100%, aber wir waren knapp dran, muss man sagen. Wir waren knapp dran. Wie immer, danke für die Tipps. Ah, das ist so gut, wenn man hier mal die Tipps gleich bekommt. Das ist sehr gut. So, Kollege, weg mit dir. Den haben wir betäubt. Gleich haben wir es geschafft. Jetzt dürfen wir nur nicht nochmal runterfallen. Das wäre doof. So. Einmal kaputt machen euch alle. Wollte hier noch ein paar Stats. Wer hat Stats für mich? Jeder Stat zählt. So, ein paar Stats eingesammelt. Da vorne ist noch ein Tausender. Hier ist auch ein Tausender.
Jawohl! Wir sind wahre Schurken geworden. Sehr schön. Dann beenden wir das Level. Wenn wir das andere Ether schon verloren haben, dann... Mei. So, speichern und verlassen. Wir haben eigentlich den roten Stein bekommen. Das war eigentlich unser eigentliches Ziel. Das Steinchen anziehen zu bekommen hier. So, ich werde jetzt noch ein paar andere Steinchen einsammeln. Und dann gucken wir mal, ob wir uns da schon was von kaufen können dann. Bei Star Labs kann man sich ja irgendwo die roten Steine holen. Mal gucken, ob ich Star Labs dann finde. Aber, so, zumindest haben wir das Steinchen anziehen geholt. Ah, es geht relativ flott voran. Also man findet die Sachen schon ganz gut, sagen wir es so. Naja, da. Alle goldenen Steine haben wir auch bekommen. Das erste Level, wo wir alle 4 goldenen Steine haben, glaube ich sogar. Ja, und die eine Charaktermarke haben wir leider nicht bekommen. Aber man kann im Leben nun mal nicht immer alles haben, auch wenn es manchmal schön wäre. Ja, geholt. Sehr gut. Wegen mir musst du dir das Spiel holen. Das musst du schon selber entscheiden, ob du das brauchst. So, mein Lieblings-nicht Star Wars, nicht Lego, nicht Star Wars Spiel von Lego ist definitiv Lego City Undercover. Lego City Undercover ist richtig gut gewesen, muss man sagen. Das hat richtig viel Spaß gemacht. So. Spaß macht hoffentlich auch die nächste Mission. Was brauchen wir denn noch? Ein goldene Steine-Detektor brauchen wir, glaube ich, erstmal nicht. Der ist ja eher für die freie Welt. Schnelle Interaktion brauchen wir auch nicht. Die Siegzeichen, Charakter-Token-Detektor. Der ist wichtig. Olmen im Sturzflug müssen wir dafür machen. Wo ist es denn? Da ist Olmen im Sturzflug. Im ersten Abschnitt haben wir... Für uns ein Minikit. Na, das suchen wir, wenn wir den Minikit-Detektor haben. Im zweiten Abschnitt müssen wir rein. In die Halle der Gerechtigkeit. Müssen wir rein. Und dort soll es den Charakter-Token-Detektor geben. Lassen wir uns überraschen. Ich bin gespannt. So, rein geht's. Rein ins Vergnügen. Aha. Wirklich? Ja, danke. Clark Kent, wo zum Geier warst du? Auf einem anderen Planeten? Ist doch bloß eine Redewendung, Clark. Geht es dir gut? Bist du krank? Warum ich besorgt klinge? Du warst nicht auf der Arbeit und es fliegen verdächtige Helden umher. Und es hängt ein Alien-Planet am Himmel, auf dem ein Schurke haust, der die Erde erobern will. Deshalb. Superman will mich wo treffen? Warum sollte er... Okay. Clark ist seit 5 Minuten zurück und schon hat er eine neue Spur. Gehen wir. Das war Clark? Wo war er denn? Irgendwas mit Dinos auf einer Insel. Ich glaube, er hat immer noch Fieber. Oder zu viele Filme gesehen. Gehen wir. Na dann, gehen wir. Nun hast du 4 Möglichkeiten, wie du weitermachen kannst. Klickst du links oben auf das Bild, kommst du zum nächsten Video dieses Projektes. Links unten kommst du zur Playlist, wo du alle Videos des Projektes nochmal in der Übersicht findest. Rechts oben kannst du meinen Kanal abonnieren und rechts unten siehst du den Kanal von meinem Mitspieler. Ich wünsche dir wie immer eine wunderbare Zeit und möge die Macht mit dir sein. Servus.